werden mehr Friedhöfe benötigt. Okay. Wobei ich eigentlich eher für die Verbrennungsanlage bin, wenn ich ehrlich bin. Hört sich übel an, aber... Nun ja, es ist wie es ist. So, wir gucken mal. Wir haben hier den Verkehrsfluss auch geändert. Die Ampeln sind weg. Das ist übrigens das Schöne an dem Spiel, dass es so modbar ist und so. Das macht das schon zu einem besonderen Spiel. Und wir haben schon einen viel flüssigeren Verkehrsfluss da. Also da können wir uns nicht beschweren. Und auch hier sieht es ja schon ganz gut aus. Trotzdem wir noch 111 Leute dazu kriegen in der Stadt. Scheint das alles geschmeidig zu sein. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das ist unsere Stadt. Das ist unsere City in Grau. Ja, und wir müssen mal gucken. Wir brauchen natürlich Geld, aber wir müssen überhaupt mal auf die Finanzen gucken. Wir können das sogar fast zurückzahlen hier. Das machen wir auch mal. Umso weniger Zinsen zahlen wir. So, die Stadt entwickelt. Das sieht schon geil aus, das Spiel, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Sieht das nicht geil aus? Oh, die haben kein Wasser. Also das hat schon wirklich was. Das ist kein Spiel, wo man selber mit einem Auto rumfahren kann. Das wird auch nicht funktionieren. Dafür ist das Spiel, was den Straßenverkehr angeht, ein bisschen zu hektisch. Was können wir denn hier noch einstellen? Die Geschwindigkeit würde ich gerne eher noch langsamer haben. Geht leider nicht. Eins, das müsste es ja eigentlich sein. Ja. False tech cameras. Zehnfach, wie kann ich den aber aktivieren? That's why our cameras are the biggest on the market. Our shutters the loudest. Our lenses the longest. Caps Lock. Ich soll dafür Caps Lock halten. Tools. Tools used to create. In fact, the most valuable camera is the one that you're afraid to take outside. Fault Tech. Only the best. Okay, also das geht, aber ist noch zu langsam. For millennia, these gentle and graceful giants roamed the earth, grazing off the lush vegetation of the time. Their mere existence transformed the landscape and made a lasting impact on our world. It's that legacy that Dino Oil is proud to continue. By using their eons old dead bone goop to fuel your five-door wagon, making it the oldest form of recycling there is. Das ist auch definitiv zu langsam. Embrace the power of bones. We all want to be prepared. Moving speed. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. So, wir gucken mal. Final insurance comes in. We provide peace of mind for when you rest in peace. For a small monthly sum, you can spend your final insurance. Das sieht doch gut aus. Insurance has everything taken care of. Da kann man sich das auch alles mal angucken. The last insurance you'll ever need. Ha! Na, wer kennt sowas? Das ist eines der neuen Gebäude quasi, die mit installiert sind von mir. Es gibt aber noch mehr Spannendes zu sehen. Wir werden das ein oder andere noch sehen.
Ich glaube auch, der Verkehrsfluss ist hier so optimal, weil wir hier sehr in eine Richtung immer nur alles schicken und nicht doppelte Straßen erlauben. Es gibt Müllberge, wir müssen da mal gucken. Brauchen so oder so eine Müllverbrennungsanlage. Die kostet aber das kriegen wir schnell zusammen. Was hat die für Eigenschaften? Verschmutzung. Na ja gut, das habe ich nicht anders erwartet. Dann haben wir da jetzt eine Verbrennungsanlage. Ist immer die zweite schon. Der Baum wackelt aber bedrohlich. Der sieht auch nicht so gesund aus. Ja, und hier ist auch ein reger Durchgangsverkehr. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das so ein bisschen steuern. Ja, und das noch nicht. Wir müssen sehen, dass wir halt mehr Verbrennungsanlagen bauen. Und dann müssen wir die alten Deponien hier eigentlich wegreißen. Eigentlich müssen wir die wegreißen. So, und das wiederum bedeutet, wir können hier Industrie ansiedeln. Auch das nicht unerheblich. Also Veränderungen in der Stadt, in der Stadtplanung. Ah, noch wollen sie nicht bauen. Viel angegossen GmbH, okay. Ah, okay, da wird gebaut. Was kommt da hin? Auch ein viel angegossen GmbH. Gucken, ob es auch so eine kleine Kugel ist oder ob es die Namen einfach öfter gibt. Ich glaube, die gibt es öfter. Ich habe da nicht so drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Denn das wird auch ein großes Gebäude. Ja, das bedeutet wieder mehr Steuereinnahmen. Das ist schon sinnvoll. Hier eine ganze Müllwagenkolonne. Ja, wir müssen gucken. Also es muss natürlich vorangehen, ganz klar. Die Müllberge werden sich noch lichten. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich, das würde mich jetzt mal interessieren, kann man hier noch, das geht sogar noch, wir könnten sogar hier noch rausbauen. Und das machen wir, das ist eine Megakreuzung. Jetzt hat sie auch Ampeln bekommen. Ob das gut ist oder nicht. Darüber könnt ihr entscheiden.
Naja, es ist nicht optimal. Und das ist eine Megakreuzung hier jetzt geworden. Krass. Wirklich krass. Und eigentlich gibt es auch die Möglichkeit, Zebrastreifen zu... Das ist das hier. Hiermit können wir übrigens Zebrastreifen hin und weg machen. Also auch das ist möglich, dass wir sagen, an neuralgischen Punkten wollen wir Zebrastreifen haben. Zum Beispiel hier. Würde ja Sinn machen vielleicht. Man muss natürlich gucken, wo man das macht. Das muss Hand und Fuß haben und da gehen die Fußgänger dann halt auch wirklich rüber. Und das ist wirklich sehr interessant und ja, finde ich schon wirklich cool. Das Hauptaugenmerk bei diesem Spiel, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, liegt in der Planung bzw. der Verkehrsfluss ist letztendlich entscheidend. Und ja, das ist so das Hauptaugenmerk des Spiels bzw. des Spielers, dass man da guckt, wirklich ja, wirklich im Endeffekt die Stadt ordentlich zu planen, natürlich auch immer zu aktualisieren, letztendlich ganz klar, also wer stehen bleibt und sich nicht traut zu verändern, der wird am Ende Probleme bekommen. Das ist so, also ich meine damit, letztendlich muss man halt auch den Schritt gehen, was man gebaut hat, wieder abzureißen. Ist ja immer so ein bisschen das Problem, auch bei Minecraft, finde ich, dass es ein schwerfällt, aber letztendlich lohnt es sich. Und wir müssen gleich mal den öffentlichen Verkehr ein bisschen optimieren oder einführen hier, weil gibt ja nur uns einen Kern statt Kern den Verkehr. Sehr schön. Sehr, sehr schön, wie das hier alles gedeiht und die Gebäude werden riesig und es gibt später noch größere. Man kann da noch runterladen. Wir werden eine total bunte Stadt irgendwann haben. Ja, wir müssen noch mal gucken. Nächste Müllverbrennungsanlage. Das wäre ganz sinnvoll. Die können wir nicht direkt daneben stellen, weil das Problem ist, wir stellen die hier hin. Jetzt haben wir 4 Müllverbrennungsanlagen in der Straße. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Nur letztendlich soll sie halt den... Ja, hier wird wieder aktualisiert. Schon Gebäudestufe 2, sehr schön. Hier wurde auch schon gebaut. Hier trauen sie nicht, weil hier was steht. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ja, und das läuft. Die ganzen Müllwagen kutschieren jetzt auch rum. Ich fürchte, dass wir bald wirklich Wasser und dergleichen brauchen. Es regnet und regnet. Und hier schon gut gebaut sogar. Also es sieht sogar schon ganz gut aus. Und wir benötigen eher sogar noch Bürogebäude. Dann Bürogebäude. Gewerbegebiete. Die können wir ja auch nochmal setzen. Gegen Steuereinnahmen habe ich nichts, das ist klar. ...190 kommen hinzu. Und dafür, muss ich sagen, läuft der Verkehr erstaunlich flüssig. Aber der Trick ist, glaube ich, wirklich immer diese Einbahnstraßen. Ich bin mir da nicht so sicher. Normalerweise habe ich eher immer so ein Chaos, eher. Obwohl hier hinten ist es jetzt schon problematisch langsam. Also speziell hier. Vielleicht ist da die Ampel dann doch eher angebracht. Das kann ja durchaus sein, dass das nicht so klug ist, die ohne zu betreiben, die Kreuzung.
müssen wir mal gucken. Wenn sich das hier nicht bessert, machen wir hier ganz klar Ampeln hin. Denn die müssen ja immer warten hier. Und dann kann das schon sein, dass da Ampeln geringfügig besser sind. Ja, jetzt ist mal gut was durchgekommen. Aber generell steht da noch sehr, sehr viel. Also ich gucke jetzt wirklich explizit hier auf diese Kreuzung. Wir müssen gucken, dass das hier auch abfließen kann. Denn das ist auch nicht so einfach. Den Verkehr können wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln ein wenig reduzieren. Also auch das definitiv eine Möglichkeit, dem ein bisschen Herr zu werden, anstatt immer nur Kreuzungen umzugestalten oder wie auch immer. Ja, aber eigentlich läuft es jetzt dann doch ganz gut. Und prinzipiell sollte das klappen hier. Kein Problem, hier teilst du es auch auf. Ja, läuft. Das läuft wirklich. Das freut mich auch zu sehen, dass diese Stadt sich so entwickelt. Und wer sich wundert, dass ich immer diese Ansicht hier spiele, das ist so meine Lieblingsansicht. Ich hatte das mal vor ein paar Videos schon gesagt. Das ist so, hier hat man den besten Überblick. So ist es halt schwer, den Überblick zu behalten. Und darum immer die Verkehrssicht. Man sieht, wo Chaos ist. Kann sich überlegen, was man optimiert. Ja, so oder so ähnlich halt. Da brennt es, aber die Feuerwehr sollte da hinkommen. Wir könnten eigentlich noch eine... Eigentlich ist eine Einschränkung. Wir könnten noch eine Mülldeponie bauen. Da spricht eigentlich nichts gegen. Schon wieder eigentlich. Jetzt Ampeln oder wie ist das jetzt geregelt? Ja, es gibt hier Ampeln. Aber das ist okay, glaube ich. Ja, da müssen wir hier vielleicht eine Veränderung vornehmen. Dieses Stück, ich gehe nochmal in die andere Sicht, zeig's. Dieses Stück hier müssten wir vielleicht beidseitig befahrbar machen, weil ansonsten fahren die ja immer hier wieder zurück. Das ist ja auch doof. Also da könnten wir jetzt hier mal eine Optimierung vornehmen und sagen, ganz klar, zack, hier können wir das ändern. Bitteschön. Jetzt ist das optimiert. Und dann können die Leute, die von hier oben quasi kommen, auch da rumfahren. Und es wird auch angenommen, wie man sieht. Da steht schon einer.